möchte Ihnen den Roman Die Hauptstadt vorstellen, beziehungsweise daraus lesen, nachdem er Ihnen vorgestellt wurde. Und ich beginne sinnigerweise mit dem Prolog, mit dem Beginn des Romans. Sie würden das ja auch nicht anders machen, also wenn Sie den Roman so annehmen, würden Sie auch mit der ersten Seite beginnen. Da läuft ein Schwein. David de Vriend sah es, als er ein Fenster des Wohnzimmers öffnete, um noch ein letztes Mal den Blick über den Platz schweifen zu lassen, bevor er diese Wohnung für immer verließ. Er war kein sentimentaler Mensch. Er hatte 60 Jahre hier gewohnt, 60 Jahre lang auf diesen Platz geschaut und jetzt schloss er damit ab. Das war alles. Das war sein Lieblingssatz. Wann immer er etwas erzählen, berichten, bezeugen sollte, sagte er zwei oder drei Sätze und dann, das war alles. Dieser Satz war für ihn die einzig legitime Zusammenfassung von jedem Moment oder Abschnitt seines Lebens. Die Umzugsfirma hatte die paar Habseligkeiten abgeholt, die er an die neue Adresse mitnahm. Habseligkeiten. Ein merkwürdiges Wort, das aber keine Wirkung auf ihn hatte. Da sind die Männer von der Entrümpelungsfirma gekommen, um alles Übrige wegzuschaffen. Nicht nur was nicht nied- und nagelfest war, sondern auch die Nieten und Nägel. Sie rissen heraus, zerlegten, transportierten ab, bis die Wohnung besenrein war, wie man das nannte. De Vriend hatte sich einen Kaffee gemacht, solange der Herd noch da war und seine Espressomaschine dastand, den Männern zugeschaut, darauf achtend, ihnen nicht im Weg zu stehen. Noch lange hatte er die leere Kaffeetasse in der Hand gehalten und sie schließlich in einen Müllsack fallen lassen. Und dann waren die Männer fort, die Wohnung leer, besenrein. Das war alles. Und jetzt noch ein letzter Blick aus dem Fenster. Es gab da unten nichts, was er nicht kannte und nun musste er eben ausziehen, weil eine andere Zeit gekommen war. Und jetzt sah er tatsächlich, da unten lief ein Schwein. Mitten in Brüssel, in Saint-Catherine. Es musste von der Rue de la Brède gekommen sein, lief den Bauzaun vor dem Haus entlang. De Vriend beugte sich aus dem Fenster und sah, wie das Schwein nun rechts an der Ecke zum Vieux Marché, einigen Passanten ausweichend, beinahe vor ein Taxi lief. Kai-Uwe Fricke, von der Notbremsung nach vorn geworfen, fiel in den Sitz zurück. Er verzog das Gesicht, er kam zu spät, er war genervt. Was war jetzt wieder los? Er war nicht wirklich zu spät, es war nur so, dass er bei einem Treffen immer Wert darauf legte, 10 Minuten vor der vereinbarten Zeit da zu sein, vor allem an Regentagen, um sich auf der Toilette noch schnell wieder in Ordnung zu bringen, das regennasse Haar, die beschlagene Brille, bevor die Person kam, mit der er verabredet war. Ein Schwein! Haben Sie das gesehen, Monsieur? Rief der Taxifahrer. Springt mir fast von den Wagen. Er beugte sich weit über das Lenkrad. Da, da, sehen Sie es? Jetzt sah es Kai-Uwe Fricke. Er wischte mit dem Handrücken über die Scheibe, das Schwein lief seitlich weg, schmutzig rosa glänzte der nasse Leib des Tiers im Licht der Laternen. Wir sind da, Monsieur, näher kann ich nicht ranfahren. Also so, als läuft mir ein Schwein fast in den Wagen. Schwein gehabt, kann ich da nur sagen. Fenia Xenopoulos saß im Restaurant Menelas am ersten Tisch neben dem großen Fenster mit Blick über den Platz. Sie ärgerte sich, dass sie viel zu früh gekommen war. Das war nicht souverän, wenn sie schon wartend da saß, wenn er kam. Sie war nervös. Sie hatte befürchtet, dass es wegen des Regens einen Stau geben würde. Sie hatte zu viel Wegzeit einkalkuliert und nun saß sie bereits beim zweiten Uso. Der Kellner umschwirrte sie wie eine lästige Wespe. Sie starrte das Glas an und befahl sich, es nicht anzurühren. Der Kellner brachte eine Karaffe mit frischem Wasser, dann brachte er einen kleinen Teller mit Oliven und sagte, ein Schwein.
Wie bitte? Fenja blickte auf, sah, dass der Kellner gebannt auf den Platz hinausschaute und nun sah sie es. Das Schwein lief auf das Restaurant zu, in einem lächerlichen Galopp, diese kurzen vor- und zurückschwingenden Beinchen unter dem runden, schweren Körper. Sie dachte zuerst, das sei ein Hund, eines von diesen abstoßenden Biestern, die von Witwen gemästet werden, aber nein, es war tatsächlich ein Schwein. Fast wie aus einem Bilderbuch. Sie sah den Rüssel, die Ohren als Linien, als Konturen. So zeichnet man für Kinder ein Schwein. Aber dieses schien aus einem Horror-Kinderbuch entsprungen. Es war kein Wildschwein. Es war ein verdrecktes, aber eindeutig großer Hausschwein, das etwas Irres hatte, etwas Bedrohliches. Am Fenster lief das Regenwasser herunter, verschwommen sah Fenja Xenopolo, wie das Schwein plötzlich vor einigen Passanten abbremste, die Beinchen durchgestreckt, es rutschte, warf sich zur Seite, knickte ein, gewann wieder Boden und galoppierte zurück, nun in Richtung Hotel Atlas. In diesem Moment verließ Richard Oswiecki das Hotel. Schon beim Verlassen des Lifts, während er das Hotelfoyer durchquerte, hatte er sich die Kapuze seiner Jacke über den Kopf gezogen. Nun trat er hinaus in den Regen, eilig, aber nicht zu schnell. Er wollte nicht auffallen, der Regen war ein Glück. Kapuze, eiliger Schritt, das war unter diesen Gegebenheiten völlig normal und unauffällig. Niemand sollte später aussagen können, ja, er habe den Mann flüchten sehen. Etwa so alt, schätzungsweise so groß, die Farbe der Jacke, natürlich, die wisse er auch noch. Rasch wandte sich Oswiecki nach rechts, da hörte er aufgeregte Rufe, einen Schrei und ein seltsam quietschendes Keuchen. Er hielt kurz inne, schaute zurück und jetzt bemerkte er das Schwein. Er konnte nicht glauben, was er sah. Da stand ein Schwein zwischen zwei dieser schmiedeeisernen Pfosten, die den Vorplatz des Hotels standen. Es stand da mit gesenktem Kopf, in der Haltung eines Stiers, bevor er zum Angriff übergeht. Es hatte etwas Lächerliches und zugleich doch Bedrohliches. Es war völlig rätselhaft. Woher kam dieses Schwein? Wieso stand es da? Richard Oswiecki hatte den Eindruck, dass alles Leben auf diesem Platz, zumindest soweit er ihn nun überblickte, erstarrt und eingefroren war. Die kleinen Augen des Tiers reflektierten schimmernd das Neonlicht der Hotelfassade. Schwein, hast du in mehreren Interviews gesagt, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber es ist ein Bild für die EU. Nein. Das ist nicht für die EU, aber es steht für die EU, hilft dir in vielen, das zu verdeutlichen. Naja, wir wissen ja, dass die EU, oder was man darunter versteht, als Problem, als etwas Schockierendes manchmal geradezu, mehr oder weniger wie ein Sau durch jedes Dorf getrieben wird. Ja? Das ist das eine. Das andere ist, dass mich das Schwein aus mehreren Gründen in dem Zusammenhang plötzlich sehr zu interessieren begonnen hat. Also wenn man versucht zu erzählen, womit sich so die Europäische Kommission beschäftigt, ja? Also da kommt mir bald drauf, das ist ein unglaublich großer, weiter Fächer, also von Aufgaben und Tätigkeiten und so weiter, die die verschiedenen Generaldirektionen der Europäischen Kommission verfolgen. Und da ist es ein Glücksfall, wenn man draufkommt, dass es aber auch Querschnittmaterien gibt, sogenannte Querschnittmaterien. Und das Schwein ist eine solche Querschnittmaterie. Weil je nachdem, ob das Schwein noch im Stall steht, im Schlachthaus ist, in der weiterverarbeitenden Fleisch- und Wurstindustrie oder im Container, zum Beispiel für den Export in ein außereuropäisches Land, ist immer eine andere Generaldirektion verantwortlich. Ja? Und die haben keine gemeinsame Agenda, also die haben keine gemeinsame Politik, sondern die vertreten verschiedene Interessen. Ja? Ich gebe Ihnen ein einfaches Beispiel, also das für mich sehr symptomatisch ist für die inneren Widersprüche also dieser europäischen Institutionen. Auf der einen Seite gibt es in der Europäischen Kommission das Interesse daran, die Schweinezucht oder die Schweineproduktion zurückzufahren, Stilllegungsprämien zu zahlen, dafür zu sorgen, dass weniger Schweine gezüchtet werden und so weiter, um den Preisverfall am Binnenmarkt zu stoppen. Hat eine gewisse Logik. Ja?
Gleichzeitig wissen die großen Schweineproduzenten, dass China einen riesigen Markt hat und enorme Nachfrage nach Schweinefleisch in China besteht. Die Chinesen können ihre eigene Nachfrage nach Schweinefleisch nicht selbst sozusagen sättigen. Und dazu kommt noch etwas. Wenn in Europa ein Schwein geschlachtet wird, so 20% sind sogenannter Schlachtabfall. Schlachtabfall. Ja, also Ohren und diese Dinge. Ja, Schwanz, das Ringelschwanz und so, die Hufe und so weiter. 20% sind Schlachtabfall. Und da sind die Schweinezüchter froh, wenn dann irgendein Lastwagen kommt von irgendeiner Tierfutterfabrik und das abholt gratis und einfach nur wegbringt. Ja. Die Chinesen allerdings kaufen sogar den sogenannten Abfall, den Schlachtabfall, zum Filetpreis. Weil Schweineohren in China eine gesuchte Spezialität sind, da gibt es eine lange Kultur, warum Schweineohren so gut sind und so weiter. Und die kaufen das zum Filetpreis. Das heißt, wenn man ein Schwein nach China exportiert, hat man selbst am Preisniveau der Europäischen Union 20% mehr Gewinn. Wenn man jetzt die Schweineproduktion steigert, ja, dann, und das ist ja auch eine Industrie, es gibt keine Industrie, die so große Wachstumsraten verspricht, als die Schweineproduktion unter der Voraussetzung, dass es einen Handelsvertrag mit China gibt. So, es gibt die einen, die sagen, wir müssen Schweineproduktion reduzieren, damit der Preisverfall am Binnenmarkt aufhört, und die anderen sagen, im Gegenteil, wir müssen Schweineproduktion enorm steigern und einen Handelsvertrag mit China machen, dann haben wir 20% mehr Wachstum. So. Und das sind zum Beispiel, das sind zwei Positionen, die sich da gegenüberstellen. Das ist für mich so ein bisschen so ein Beispiel dafür, also für die inneren Widersprüche. Es gibt keine EU-Politik in dem Sinn, das will ich damit sagen und zeigen. Und das Dritte ist, ich bin, wie ich so begonnen habe, damit zu beschäftigen, bin ich plötzlich drauf gekommen, dass das Schwein, was für einen Schriftsteller ja besonders interessant ist, eine Universalmetapher darstellt. Das ist eine universale Metapher. Vom Glücksschwein bis zur Drecksau gibt es überhaupt keine menschliche oder soziale Geschichte, die nicht schon mit Schwein in Verbindung gebracht wurde. Ja? Vom Glücksschwein, das muss zum Major schenken, bis zum Symbol des dreckigsten und abstoßendsten und widerlichsten in der Politik, zur Diffamierung politischer Gegner, in der Kultur, aber gleichzeitig ist es auch wieder so anthropomorphisiert, also das intelligente Tier, so putzig in den Kinderbüchern, der Sparschwein ist Wappentier des Kleinbürgers, sozusagen im Hinblick auf die Vorsorge. Kulturell ist es des einen Lieblingsspeis, des anderen, für den anderen das unreine Tier schlechthin. Ja? Also es ist die ganze Bandbreite also menschlichen und sozialen Lebens ist schon irgendwann irgendwie mit Schweine in Verbindung gebracht worden. Das Schwein ist sozusagen das Verbindendste. Und darum verbindet dann das Schwein die Figuren in meinem Roman, die alle, also in diesem Prolog, sind die alle, die wichtigen Figuren des Romans, alle im selben Platz, wissen nichts voneinander und sind eigentlich nur durch diese Universalmetapher mitsammen verbunden. Ja, das Schwein, um noch eine Frage anzuschließen, ein Schwein, dann gehen wir zu anderen Themen, ist ja auch ein Tier, das, du hast das jetzt beschrieben, für so vieles herhalten muss, wie auch die EU oder die Europäische Kommission als Projektionsfläche, also von bis, genau, wie du es jetzt beschrieben hast. Ja. Wenn Sie dann im Buch weiterlesen, also Sie haben jetzt den Einstieg gehört, Sie lesen dann weiter und dann wird die erste Figur näher vorgestellt, das ist der Referent, der österreichische Referent Martin Sussmann, und der sagt, er wäre gern ein Vorgeschichtenerzähler geworden, weil er meint, jeder erste Satz eines Romans hat ja eine lange Vorgeschichte und eigentlich müsste man gleich zurückblättern können und diese Vorgeschichte lesen, und das wäre eigentlich seine Berufung gewesen, und hat auch Archäologie studiert. Was war deine persönliche Vorgeschichte zu diesem Roman? Also das ist jetzt eine sehr umfassende Frage, aber es war eine lange Vorgeschichte, vielleicht kann man die kurz erzählen.
Ich habe ganz kurz gesagt, ich bin eines Tages zu Hause gesessen in meinem Hotel, habe ein Glas Wein getrunken und weiß nicht, habe so vor mich inszeniert, wie ich es mal gemacht habe. Ich weiß nicht mehr, wie das kam. Ich habe ins Kaminfeuer geschaut und habe mir gedacht, ich fliege morgen nach Brüssel. Und die Assoziationskette war mehr oder weniger zusammengefasst die. Ich habe mir gedacht, ich möchte einen Roman beginnen und ich habe den Anspruch, mit einem Roman immer irgendwie zu versuchen, zu erzählen, was das Prägende oder das Spezifische einer bestimmten Zeit oder Epoche ist. Ja? Das ist ja auch ganz klar, dass es der Anspruch des Romans schlechthin ist. Und deswegen wird, wenn ein Krieg ausbricht, dann werden Kriegsromane und Antikriegsromane geschrieben. Und wenn die Mauer fällt, dann werden unterbrochen Mauerfallromane und Wiedervereinigungsromane geschrieben und so weiter. Also man sucht als Romancier immer sozusagen einen gewissen Prägestempel der Epoche. Und mir ist auf einmal klar geworden, dass wir etwas in unserer Lebenszeit erleben, worüber wir uns noch überhaupt keine Klarheit gemacht haben. Nämlich, dass zum ersten Mal in der Geschichte in einer Stadt die Rahmenbedingungen für unser Leben auf einem ganzen Kontinent produziert werden. Das hat es noch nicht gegeben. Noch nie. Es hat Staaten gegeben, mehr oder weniger große, große Reiche, ja. Die haben Haupt- und Residenzstädte gehabt und wurden die Gesetze erlassen für das ganze Reich, aber noch nie für einen ganzen Kontinent. Und da haben wir gedacht, das ist eigentlich eine schleichende Revolution. Und dann haben wir gedacht, aber wie funktioniert das? Oder wie soll das funktionieren? Und warum funktioniert so vieles nicht? Ja? Weil sonst gäbe es ja nicht so einen Widerstand dagegen und so viele Krisen. Und dann haben wir gedacht, ich möchte das wissen. Und ich habe das als Skandal empfunden, dass selbst so ein aufgeweckter Zeitgenosse wie ich, der jeden Tag sich zu informieren versucht und Zeitungen liest und so weiter, eigentlich keine wirkliche, seriöse, konkrete Vorstellung davon hat. Ja? Was machen die den ganzen Tag in Brüssel? Ja? Ich weiß nur, sie produzieren Richtlinien, die von Coimbra bis Riga gelten. Ja? Und wie kommt das zustande? Und da haben wir gedacht, ich fliege mal nach Brüssel. Und ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich der nächste Tag war, vielleicht war es ein paar Tage später, jedenfalls bin ich nach Brüssel geflogen, dann habe ich eine Wohnung genommen und dann bin ich in die Kommission reingegangen und versucht mir so viele Beamte wie möglich zu sprechen. Und habe mir gedacht, ich muss irgendwie draufkommen auf zwei Socken. Erstens einmal, was machen die? Und wie funktioniert das System? Und wenn ich das lerne, dann muss ich überprüfen, sind diese Menschen, die an diesem Projekt arbeiten, also die sogenannten Beamten, für diesen neuen Begriff, die Eurokraten, sind die sozusagen literaturtauglich? Kann man aus denen Romanfiguren machen? Ja? Und das war der Zugang, das war der Anspruch.